Wir sind jetzt da auf der Alp Erlisfinne und nebst mir hockt der Norbert Wirth, der die Alp bewirtschaftet mit seiner Frau zusammen. Norbert, wie viele Kühe hast du auf der Alp daheim? Ja, wir haben 26 Kühe da, lauter eigene Kühe. Und dann die ganze Milch zu Käse und Butter verschaffen. Das heißt, wenn du 26 Kühe haben hast, wie viel Käse gibt es da nachher am Tag? Wie viel Käseleibe? Wir sind circa ein bisschen über 120 Tage da und machen normal jeden Tag zwei. Bis Kälbleit im Sommer einige Kühe, dann haben wir immer die gleiche Milch. Oder? Es werden einige Drucker gestellt, aber der Kälbleit wieder ein paar, dann haben wir die gleiche Milch immer. Und wie viele Meter sind wir da über Meeresspiegel? Wir sind da ziemlich genau 1200 Meter über dem Meer. Und wenn ich mich da jetzt so umschaue, sind wir da in einer sehr rustikalen Stube. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, die Stube ist ganz original. Wir haben sie zum Glück entschieden, wenn wir neu gebaut haben, um die Stube stehen lassen. Und das freut uns jetzt schon ganz fest. Und wie alt ist die Stube? Die Stube ist ca. 300 Jahre alt. Und immer noch im Originalzustand? Originalzustand. Halt, die Fenster hat man neu gemacht, aber man hat es ähnlich nachgemacht. Und es passt alles ziemlich gut zusammen. Super. Ich habe gesehen, dass ihr euch Hühe im Sommer da bei dem Alma-Alp-Blog mitmachen und dass jemand eine Woche lang zu euch gehen kann und euch ein bisschen über die Schulter schauen kann. Was erwartest du davor, wenn jetzt da eine Person raufkommt? Oder ist da schon eine gewisse Spannung da? Ja, wir sind eigentlich so Sachen gewohnt. Wir haben viel Besuch. Bis hat man auch schon einen Fernsehfilm gemacht. Wir sind es eigentlich gewohnt, aber mich freut es schon, die Zusammenarbeit mit der Person. Das heißt, das wird für dich wahrscheinlich ein spannender und aufregender Sommer. Vor allem wahrscheinlich auch eine Woche, wo sehr viel Abwechslung dabei ist. Ja, mich freut das schon und lass mich auf Zug kommen. Also da wird jetzt die Casein-Marke für einen ursprungsgeschützten Alpkäse wird auf den Käse aufgelegt mit einer fortlaufenden Nummer, dass man nachher dann immer zurückverfolgen kann, an welchem Tag und auf welcher Alp, dass der Käse produziert worden ist.